Achtung auf Kloster, da kommt die Kühlerkarte im Haus an. Mein Gott, jetzt gibt's aber. Alter, Zweiter geht hier oben, auch Torhüter, gekommen aus Halle, die Nummer 64, Patrick Chaveny. Hallo Patrick, herzlich willkommen in Essen. Okay, was möchtest du in 20 Jahren rückblickend in Bezug auf deine Eishockey-Karriere sagen können? Dass ich in Essen gespielt habe. Wir gehen in die Verteidigung über und beginnen mit einem Neuzugang vom Herner e.V. Er wird bei uns die Trikotnummer 5 tragen, Stefan Kreuzmann. Du trägst jetzt in Essen wieder die Rückennummer 5. Gibt es irgendwas, was du mit dieser Nummer verbindest? Du hast die auch schon in früheren Vereinen getragen und wenn ja, was? Nee, eigentlich nicht. Ich habe die irgendwann mal bekommen und bin ich eigentlich die meiste Zeit dabei geblieben, wenn ich dabei war. Also deine besten Spiele mit der Nummer 5 absolviert? Ja, auch. Hoffen wir, dass du das hier machst. Okay, mit wie vielen Jahren standest du denn das erste Mal auf dem Eis und wann erfolgte dann der Schritt in den professionellen Bereich, beziehungsweise ab wann wurdest du dann richtig gefördert? Mit 3,5, 4 habe ich das erste Mal auf dem Eis gestanden und dann mit 17, 18 habe ich dann durftig mittrainieren in Krefeld beim Pinguin. Und da habe ich dann auch meine volle Lizenz bekommen, bin dann Profi zum Beispiel. Dankeschön, Stefan, und du darfst dich hinzugesellen. Ja, willkommen Stefan Kreuzmann auf dem Westbahnhof. Weiter, ein Spieler, der hat letzte Saison schon für uns gespielt, der ist hier bekannt mit der 10, Leon! Ja, wir sehen immer relativ viel, dass du große Kopfhörer trägst bei den Auswärtsfahrten. Was hörst du denn dann immer so für eine Musik? Ja, das ist eigentlich bunt gemischt, ich höre alles querbeet eigentlich, da ist alles vertreten. Nee, eigentlich nichts Besonderes, also da ist alles dabei. Und abgesehen von den Derbys, bei welchen Spielen bist du denn noch besonders heiß, aufs Eis zu kommen? Gerade Tilburg, glaube ich, das ist immer was Besonderes, weil einfach gegen die zu spielen macht unheimlich Spaß. Ja. Dann danke, Leon. Der Spieler mit der 12, auch letztes Jahr am Westbahnhof, Raphael! Was du im Vergleich zur letzten Saison, diese Saison für dich persönlich noch verbessern möchtest? Ja, auf jeden Fall würde ich diese Saison mehr spielen als letzte Saison, mich auch mehr reinsteigern. Und Team mehr Erfolg als letztes Jahr. Was hast du denn während des Sommers betrieben? Hast du ein bestimmtes Training verfolgt, um dich perfekt auf die neue Saison vorzubereiten? Nee, ich habe letztes Jahr mich top auf die Saison vorbereitet und freue mich auf die neue Saison mit dem Team. Und, ich sag Entschuldigung. Dankeschön. Letztes Jahr schon bei uns gewesen, Mitte 13, Thomas! Ja, Thomas, auch dir herzlich willkommen zurück. Gibt es denn dieses Jahr wieder einen Gegner, auf den du dich ganz besonders freust? Wir haben schon gehört, der Leon war Tilburg und du? Ja, ich würde auch sagen Tilburg, weil Tilburg sind immer interessante Spiele, schnelle und harte Spiele und die Stimmung in Tilburg ist auch immer. Ansonsten auch die Derbys? Ja, bei Derbys ist es immer extrem hitzige Stimmung und da freut man sich immer drauf. Sehr gut. Wer fährt denn die härtesten Checks im Team? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, der Herr Kreuzmann. Okay, danke schön.
Tja, klares Statement. Wir machen weiter. Wieder ein Rückkehrer am Westbahnhof, den sollte auch allen bekannt sein. Die 18, Thomas! Richter! Willkommen zurück, Thomas. Gegen wen deiner Mannschaftskameraden würdest du denn am wenigsten gerne spielen? Gegen Aaron McLeod. Einfach weil es so schwer gegen ihn zu verteidigen ist? Ja, ich brauche genau das. Du bist ja jetzt schon ein bisschen erfahrener. Was würdest du denn sehr jungen Spielern mit auf den Weg geben wollen? Ich würde ja mit auf den Weg geben, immer hart arbeiten, an sich glauben. Wird es schon. Gut, danke schön. Wir kommen zu einem Neuzugang in der Verteidigung. Der Spieler trägt bei uns die 24, Fabio Frick. Vorbild beim Eishockey. Wen und warum? Also, da gibt es viele gute Spieler. Ich habe jetzt keinen bestimmten, aber es gibt schon einige. Auf wen denn so? Also einige in der NHL, Eric Carlson, also hauptsächlich Verteidiger in der NHL. Hast du dir schon was Bestimmtes von denen abgeguckt? Also eine Fähigkeit, die du bei dir gerne auch sehen würdest? Ja, ich glaube, um das zu können, das dauert noch ein paar Jahre und das, was sie können, ist dauert ein bisschen, bis sie es schaffen. Nicht ein Lied, was dich immer besonders motiviert vor so einem Spiel? Nein, das eigentlich nicht. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, wenn es dann mal soweit ist. Danke, Fabio. Von den Füchsen Duisburg zu uns gewechselt, die 69, Jannis Walsch. Herzlich willkommen. Was erhoffst du dir denn so von unseren Fans diese Saison? Von unseren Fans, also auf jeden Fall, dass in Duisburg im Derby eine gute Stimmung ist. Die Hauptsache, dass in den Derbys richtig laut ist, die Jungs heiß machen und dann klappt das. So, der nächste Spieler, er war letztes Jahr schon bei uns am Westbahnhof, die 88, Marcel Wendler! Ja, Marcel, auch dir herzlich willkommen zurück. Du bist in Moskitos ja jetzt für ein weiteres Jahr erhalten geblieben, trotz vieler Angebote höherer spielender Vereine. Was schätzt du denn an Essen besonders, was dich dazu bewogen hat, zu bleiben? Ja, ich mag die Stadt. Dann ist der Coach auch ein wichtiger Grund dafür gewesen, dass ich hier geblieben bin. Und allgemein das Umfeld hier ist super. Die Eishalle, die Fans, die Stadt ist sauber hier und alles top. Stimmungsmacher. Mit wem reißt du denn nach dem Spiel sprichwörtlich so die Kabine ab nach einem Sieg? Ja, da ist der Holzmann, glaube ich, schon eine Nummer, der dabei ist. Der ist eine Nummer dabei dieses Jahr. Mit allen? Ja, mit allen. Sehr gut. Dann danke, Marcel. Ein Rückkehrer. Schon mal für Essen gespielt. Die 14. Aaron! Hello! Welcome back. You prefer English or German? English? Okay. Also du spielst jetzt bereits ein paar Jahre in Deutschland. Was ist hier so der größte Unterschied im Vergleich zu Kanada? Es ist ein großer Eisflasche in Europa. Und mehr Raum auf dem Eis zu spielen und Schlittschuh laufen. Yeah. That's it? There's more, but... Okay. Über welchen Spieler bist du denn jetzt sehr glücklich, ihn als Teamkollegen zu haben und nicht als Gegner? Kannst du bitte mehr langsam sprechen? Which player is really good to have as a teammate now and not as an opponent? Stefan Kurzmann. Ja, aufpassen ist die Kunst des... So, Neuzugang aus dem Nachwuchs des Krefelder e.V. trägt bei uns ab sofort die 20, Valentin Pfeiffer! Du bist jetzt noch ein sehr junger Spieler und dieses Mal das erste Jahr im Seniorenbereich. Was glaubst du, wird am schwierigsten bei der Umgewöhnung vom Juniorenbereich auf den Senior? Das Seniorenbereich ist härter. Und das Spiel ist auch schneller, daran muss man sich erstmal gewöhnen. In nächster Zeit.
Konntest du denn jetzt schon im Training so ein paar gute Eindrücke sammeln, wie das im Seniorenbereich abläuft? Ja, das auf jeden Fall. Wir sind erst seit 3-4 Tagen auf dem Eis und ja, man gewöhnt sich nach einer Zeit schon dran. Sehr gut. Welche Fähigkeit siehst du denn bei dir selbst beim Hockey noch am ausbaufähigsten? Man kann sich immer überall verbessern. Am meisten bei mir denke ich auch noch die Spritzigkeit, die Schnelle fehlt noch und die Härte. Okay, dann wünschen wir dir viel Erfolg in der Saison, dass du das erreichst. Ja, mein Team Pfeiffer, Neuzugang hier bei unserem S-Bahnhof. Der nächste Neuzugang wechselt zu uns von den Piranhas aus Rostock mit der 29, Arthur Lemmer! Hallo Arthur, herzlich willkommen in Essen. Du kennst ja einige der Spieler schon aus den vergangenen Saisons. Wem traust du denn die meisten Strafminuten zu, außer Stefan Kreuzmann? Dem Holzmann-Fein. Hast du schon Erfahrungen gegen ihn sammeln können? Ja, als er in Berlin gespielt hat und dann auch im Essen. Okay, wir sind gespannt, ob Kreuzmann-Holzmann ein Duell wird. So. Weiter, aber ein Rückkehrer, die 53 bei uns bestens bekannt. Fight! Fight, herzlich willkommen zurück bei den Moskitos. Nach einem Jahr Pause bist du wieder hier. Du warst ja vorletzte Saison sehr erfolgreich mit den Moskitos. Ihr habt das Halbfinale der Playoffs erreicht. Was sind denn deine diesjährigen Ambitionen mit der Mannschaft? Ja, auf jeden Fall über die Saison gesehen wieder das gleiche aufbauen wie vor 2 Jahren. Da lief es auch nicht immer alles perfekt, aber zum Ende hin haben wir ein Teamgefüge gehabt, was wirklich intakt war, was gestimmt hat. Und ich denke, mit den Voraussetzungen wieder, mit der Qualität, auch vom Charakter haben wir super Jungs dabei, Trainer, Betreuer, das passt ja hier alles. Deswegen traue ich dieses Jahr schon auch wieder uns einiges zu. Man muss jetzt schauen, wie es sich entwickelt. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir zum Ende der Saison auf jeden Fall mit uns zu rechnen ist. Danke, Veit. Ja, so langsam füllt es sich hier oben bei uns auf der Bühne. Es geht weiter mit einem Neuzugang. Hier war letztes Jahr noch unser Gegner in den Playoffs, kommt von EV Landshut, trägt bei uns die Rückennummer 62, Victor Larsson! Yeah, welcome Victor. So, what do you expect from your time here in Essen? Oh, I expect a lot of things, to be a better hockey player and win something, hopefully. We hope that too. And which skill would you like to improve the most? I think my speed on the ice and I like to shoot the puck too, so I don't think that. Thanks. Der Victor hat gesagt, dass er von seiner Zeit her erwartet, viele Tore zu schießen und viel zu gewinnen und dass er gerne seine Schnelligkeit verbessern würde. Wir kommen zum nächsten Spieler, ein Rückkehrer zu den Moskitos mit der 67, Julian Eirich! Julian, willkommen bei den Moskitos. Was war denn der bislang schönste Moment deiner Karriere? Ja, der Aufstieg in der DL2. Und hoffst du, dass du das mit Essen auch hinbekommst? Ja, so weit dürfte man nicht denken, es ist Schritt für Schritt. Okay. Mit welchem Spieler würdest du denn für einen Tag gerne tauschen? Egal ob hier aus der Mannschaft, NHL, gibst du einen? Ja, mit unserer Nummer 5. Danke, Julian. Ja, Stefan. Du zeigst den Jungs, wie das kannst und dann ist gut. So, wir kommen zum nächsten Spieler. War schon mal bei uns, hat letztes Jahr eine Saison für die Füchse an der Wedau gespielt. Die 71, Robin! Schwarzliga! Ja, Robin, auch dir herzlich willkommen zurück in Essen. Wenn du die Chance hättest, ein Spiel deiner bisherigen Karriere zu wiederholen, welches wäre das? Schwer Frage. Ja, die vor 2 Jahren gegen Tilburg, dann wir haben rausgeflogen, dann will ich nicht mehr gerne zurück, dass wir weiter sind im Finale. Das hätten wir uns alle gewünscht. Robin, du bist ja einer der zahlreichen Rückkehrer nach Essen. Was gibt's denn, was du den Fans von Essen schon immer mal sagen wolltest? Ja, es freut mich, dass die
wieder so gut Unterstützung im Spiel wie bis jetzt. Das freut mich. Also, dass wenn die Unterstützung uns, dass wir sind schnell aufgewacht und kann man diese Ergebnisse im Spiel zeigen. Dann danke, Robin. Ja, wir kommen so langsam Richtung Ende, ein paar sind es noch. Der nächste Spieler, neuer Westbahnhof, gekommen von den Crocodiles Hamburg, die 89, André Gerards. Ja, herzlich willkommen auch dir bei den Moskitos, André. Bist du denn eher vor dem Spiel jemand, der in sich gekehrt ist und eher ruhig, oder redest du in der Kabine auch gern mit deinen Mannschaftskollegen und bist ein bisschen aufgedrehter? Ich glaube eher beim Training bin ich ein bisschen aufgedrehter, aber beim Spiel bin ich eigentlich ziemlich in mich gekehrt und brauche meine Zeit dabei. Also immer volle Konzentration. Sehr gut. Hast du denn bereits Pläne für dein Leben nach dem Eishockey? Oder ist es dafür einfach noch viel zu früh, darüber nachzudenken? Nee, darüber ist echt noch viel zu früh, darüber nachzudenken. Ich konzentriere mich jetzt erstmal wirklich nur aufs Eishockey und dann schauen wir mal, wie weit es geht. Danke, André. Ja, willkommen, André. Wir kommen zum nächsten Spieler. Da ich aber nicht auswendig weiß, wer noch fehlt. Ja, ich habe es schon gehört. Wir warten trotzdem hier auf die tolle Anzeige. Live ist live und so. Von den Füchsen Duisburg, neuer Westbahnhof, die 93, Lars Gratzinger! Ja, hallo Lars, auch dir herzlich willkommen. Du hast ja in dem Interview mit der Fee erzählt, dass dich nichts mehr pusht, als ausgepfiffen werden vor dem Spiel. Gibt es auch irgendetwas, was dich nervös werden lässt? Spontan fällt mir da jetzt nichts ein. Vielleicht, wenn die ersten Wechsel nicht laufen, dass ich mich dann nochmal konzentriere, dass ich die Sachen in den nächsten Shifts dann besser mache. Und wenn deine Familie oder so da ist, macht dich das nervös? Nee, das schalte ich eigentlich in dem Moment aus. Da denke ich nicht dran, weil die Sachen, die passieren ja oftmals. Okay, sehr gut. Wenn du die Wahl hättest, gegen welchen NHL-Verein würdest du denn gerne einmal spielen? Ja, die Detroit Red Wings. Von klein auf schon ein Riesenfan von denen. Okay, danke schön, Lars. So, der nächste Spieler, auch schon mal in Essen gewesen. Auch der dürfte bei allen bekannt sein. Versuchen wir es direkt mal. Die 97, Carsten Bostek. Ja, hallo Carsten, auch dir willkommen zurück. Was sind denn so deine persönlichen Ziele für die Saison? Ja, guten Abend erstmal zusammen. Und? Ich wollte mal schauen, ob es da alle Wasser noch gibt, die auch schon eingeschlafen sind. Also persönliche Ziele, ja. Mit den Moskitos eine super Saison spielen und ja, Ende der Saison auch noch das letzte Spiel zu gewinnen. Sehr gut. Was schätzt du denn, ist jetzt abgesehen von deiner Erfahrung der größte Vorteil von dir als eher älteren Spieler gegenüber dem jüngeren? Ja, da fragen Sie besser mal den Trainer. Alles klar. Dankeschön. Wir sind sogar hier laut Präsentation beginnen. Unser Trainer ist Frank Jenkes. Ja, guten Tag, Herr Jenkes. Schön, dass Sie uns erhalten geblieben sind und auch noch erhalten bleiben. Möchten Sie einmal kurz vor der Saison sagen, wie so Ihre Ziele sind, was Sie sich vorgenommen haben mit der neu formierten Mannschaft? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite auch. Schön. Schönen Dank fürs Erscheinen heute. Ja, wir haben jedes Jahr die gleichen Ziele. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und so weit wie möglich kommen. Das ist so. Wir sind jetzt keine von den Mannschaften, die aus dem Vollen schöpfen finanziell. Das wissen wir alle. Aber jeder weiß auch, dass wir immer das Beste aus dem machen, was wir haben. Und das ist gut so. Das kann nicht so, ja, kann so hoch wie möglich gehen. So, es soll so hoch wie möglich gehen. Aber ich denke, dass wir uns jetzt ein Ziel gesetzt haben innerhalb der Mannschaft. Das gehen wir nicht nach draußen. Es ist ziemlich hoch und ja, wir werden daran arbeiten und versuchen, das Bestmögliche rauszuholen, wie jedes Jahr, was in der Mannschaft ist. Ich sehe das sehr positiv. Ich denke, wir haben einen qualitativ sehr, sehr guten Kader. Zur Crew sagen wir es mal so, das ist einmal unser Physiotherapeut noch, Thomas Rosol. Alles Gute zum Geburtstag meinerseits. So, die Mannschaft. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
Und dann haben wir natürlich auch gleich noch angekündigt unsere Quizshow hier auf der Bühne, das Spiel Mücke oder Herner gegen 16 Uhr, gleich auch noch die Präsentation des neuen Vereinsvideos samt des neuen Vereinssongs. Das Ganze dann hier auf dem Bildschirm und über die Lautsprecher. Und ansonsten wünsche ich euch allen jetzt erstmal viel Spaß hier bei unserem Sommerfest.